Ich hätte nie gedacht, dass ein Mundschutz mal zu meinem meistgetragenen Kleidungsstück wird. Oder dass Nudeln plötzlich schwer zu bekommen sind. Oder dass das ganze Klopapier einfach ausgeht. Die Corona-Krise brachte für viele Menschen eine große Umstellung mit sich. Homeoffice, Videocalls und auch die Freizeitgestaltung nur noch in den eigenen vier Wänden. Wenige Monate später ist der Sommer in München angekommen. Die Beschränkungen sind zum größten Teil aufgehoben und die Menschen in der Stadt treibt es raus in die Sonne. Die Monate im Lockdown kommen mir mittlerweile vor wie ein unwirklicher Traum. Ist das alles wirklich passiert? Wie werden wir uns in Zukunft an die Corona-Krise erinnern? Und was wird aus dieser Zeit bleiben? Im Internet stoße ich auf verschiedene Seiten, die sogenannte Corona-Objekte sammeln. Einer dieser Seiten gehört dem Münchner Stadtmuseum. Also wir hier am Münchner Stadtmuseum, wir haben schon Mitte April einen Sammlungsaufruf gestartet, mit dem wir uns an alle BürgerInnen von München und dem Umland wenden und haben gefragt, was die einzelnen BürgerInnen bewegt hat während der Corona-Zeit, sie immer noch bewegt, und uns davon ein Zeitzeugnis zu schicken. Ich würde sagen, das meiste, was uns gesandt wurde, mit Abstand sind Fotografien von allem Möglichen. Der Hauptteil ist bestimmt die Leere, die doch einfach wohl sehr einen einschneidenden Eindruck bei den Leuten hinterlassen hat. Was auch viel kam, sind Graffiti und Parolen, die während der Corona-Krise entstanden sind. Und dann natürlich persönliche Porträts mit Maske zum Beispiel, Eindrücke aus dem Homeoffice, Eindrücke aus dem Homeschooling von den Kindern. Ja, und von Kindern, Kinderzeichnungen. Einige dieser Zeichnungen werden auch im Schaufenster im Rosental ausgestellt. Ihre Kreativität beeindruckt mich. In jedem Bild lässt sich der ganz individuelle Umgang eines Kindes mit dem unsichtbaren Virus erkennen. Zum Beispiel, was mache ich, wenn mein Ball wegrollt und ich aber gleichzeitig die Abstandsregeln einhalten muss? Hier ein Heldencomic, bei dem die Superseife gegen das Coronavirus kämpft. Und dieser unglückliche Junge wird von Corona sogar an der Gurgel gepackt und im Haus behalten. Wir bekommen auch manchmal Zeichnungen und kleine Briefe, die dann an die Großeltern geschickt werden, was uns auch, was wirklich sehr, sehr schöne Objekte sind und die natürlich auch sehr anrührend sind, in denen eben man versucht wird, diese Trennung, diese Kluft, die da auf einmal zwischen einem ist, eben mit Zeichnungen und Briefen zu überwinden und mit viel Optimismus eben in die Zukunft zu schauen. Und das sind auf jeden Fall schon sehr schöne Sachen. Neben Kinderbasteleien finden sich hier aber auch Objekte von KünstlerInnen. Ein Mundschutz in Lederhosenform, Origami oder eine Corona-Steinskulptur. Auf dem Nachhauseweg entdecke ich eine weitere kleine Ausstellung am Wegesrand. Die bunt bemalten Steine sollen ein Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise sein und Mut für die Zukunft machen. Zu Hause überlege ich, was wohl meine Corona-Objekte wären. Ich entscheide mich für die Jogginghose, einen treuen Begleiter, den ich Tag und Nacht während der Lockdown-Phase getragen habe. Auch die Tupperdose gehört zu meinen persönlichen Erinnerungsstücken. In der Zeit zu Hause habe ich viel gekocht. Vielleicht eine unterbewusste Angst vom Verhungern? Oder doch nur eine Beschäftigung zur Ablenkung? Als letztes füge ich noch meinen Blick aus dem Fenster hinzu. Ob das Stadtmuseum an meinen Sachen Interesse hat? Dankeschön. Oh. Okay, schauen wir mal. Ein Blick ins Grüne aus dem Fenster. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich finde, das vermittelt, auch weil der Rahmen außen so prominent ist, der Fensterrahmen, vermittelt das eine wahnsinnige Sehnsucht. Auf einmal ist es nicht mehr selbstverständlich, rauszugehen. Hier. Oh, ist das einfach ein. Eine Tupperbox. Also, mich erinnert es persönlich einfach dran, dass man nicht mehr so oft einkaufen gehen konnte am Anfang. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich sehr bewusst dann auch mit dem Essen auch umgegangen bin. Was kaufe ich jetzt genau ein? Und habe dann angefangen, eben viele Sachen vorzukochen und im Tupper, Tupperdosen in meinem Kühlschrank zu stapeln. Aber das wäre jetzt meine Assoziation damit. Die Jogginghose, die Sweatpants, wenn man denn privilegiert genug war, um von zu Hause arbeiten zu können, diese Frage nach Entschleunigung, diese neue Sicht, die man einfach auf sein eigenes Arbeitsverhältnis, auf seine eigene
ich sag mal, seine eigene Beziehung zur Arbeit dann wirklich auch hat. Und ich glaube, da wurden wichtige gesellschaftliche Fragen auch aufgeworfen. Genauso wie, wer ist systemrelevant und wer nicht? Wer hält die Gesellschaft eigentlich am Laufen? Und wer sitzt zu Hause in der Sweatpants? Also insofern ein erstaunlich politisches Objekt. Sind das Objekte, die Sie ausstellen würden? Ja, durchaus. Also vor allem natürlich, weil, glaube ich, inzwischen jeder eine absolute Rekontextualisierung von diesen Objekten eben vorgenommen hat, so wie ich gerade. Also jeder verbindet mit diesen Objekten etwas vollkommen anderes als noch vor wenigen Monaten. Also insofern wäre das eigentlich eine sehr spannende Idee, sowas auch auszustellen und zu sagen, einfach die Tupperbox Corona-Objekt. Und dann kann sich jeder selber damit auseinandersetzen. Meine Alltagsgegenstände als Museumsobjekte. Diese Vorstellung gefällt mir. Bevor ich bis in alle Ewigkeit warte, stelle ich sie doch lieber gleich aus. Aber werden diese Alltagsobjekte wirklich für künftige Generationen erhalten bleiben? Was wird eigentlich archiviert und was nicht? Wir Archivare versuchen eben nicht einzelne Dokumente rauszuziehen, sondern sozusagen Vorgänge, also zusammenhängende Geschichten. Diese Akten enthalten sehr viele Vorgänge aus der Vergangenheit, aber sie sind denen, die leben, nicht mehr so bewusst. Und es gibt dann eben die klassische Frage der Historiker, wie war das eigentlich? Die Auswahl dessen, was überliefert wird, einerseits im Museum die Objekte, bei uns sind es im Moment noch die Papierakten, das ist ein Teil der Ausbildung und auch der Erfahrung. Es gibt ja ein durchaus jetzt 100 Jahre her ein Ereignis, die spanische Grippe, die nach seriösen Schätzungen weltweit etwa 20 bis 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Weltweit ein großes Ereignis, an das sich die ganze Welt erinnert, das aber erstaunlicherweise in Deutschland sich im kollektiven Gedächtnis kaum gehalten hat. Das ist ein ganz interessantes Phänomen und so habe ich festgestellt, dass wir eine ganze Menge Briefe aus dieser Zeit, persönliche Briefe haben, in denen aber die spanische Grippe fast nicht vorkommt. Es kommt die Revolution vor, es kommt die Kriegsniederlage, es kommt der Hunger vor, aber diese Krankheit spielt da erstaunlicherweise keine Rolle. Weltweit sieht das ganz anders aus. An welche historischen Ereignisse man sich erinnern wird, ist also sehr abhängig davon, wo und wie man sie erlebt. Mich selbst hat die Corona-Krise bisher kaum betroffen, was ich als großes Glück empfinde. Doch die Frage bleibt, was für die Nachwelt erhalten bleiben wird. Was wäre denn für das Archiv interessant? Persönliche Briefe, inwieweit das, oder auch gibt es ja durchaus Sprachnachrichten, die sich die Leute schicken. Wenn jemand sowas tatsächlich aufhebt, wäre das toll. Und das dann also ein bisschen, wie ich sagte, die Befindlichkeiten gegenüber den staatlichen Maßnahmen auf der anderen Seite etwas wiedergibt. Und da ist man wirklich dann auch teilweise auf Sammler angewiesen. Und so hoffe ich dann auch, da ist man auch auf private Initiative angewiesen, dass es sowas auch im Bereich Corona geben wird. Gesagt, getan. Zwar habe ich keine Briefe, aber doch meine sehr persönlichen Zeitdokumente in Form meiner Alltagsgegenstände. In 30 Jahren kann ich ja versuchen, sie dem Institut für Zeitgeschichte anzubieten. Bis dahin behalte ich die Erinnerung in meinem ganz persönlichen Archiv auf dem Dachboden. Und bin gespannt, was die Zukunft bringt.